Läuft das Ding endlich? Läuft, Brudi. Genossinnen und Genossen. Verehrte Kunden. POCs all over the world. Mit Aufenthaltserlaubnis, ohne Aufenthaltserlaubnis. Nuri. Ich grüße meine Sonnenallee-Brüder, meine Schwester. Nuri. Ich bin im Fernsehen. Wir bieten Ihnen einen einzigartigen Service. Recherche, Targeting und finanzielle Abwicklung. Alles passgenau auf Ihr Ziel abgestimmt und aus einer Hand. Notenbankchef, Arbeitgeberpräsident oder Kanzlerkandidat, nichts ist unmöglich. Und uns geht es dabei nicht ums Geld, ja? Wir möchten die Welt verändern, gemeinsam mit euch. Der Prozentsatz der Lösegelder, den wir einbehalten, dient allein der Selbsterhaltung unserer Gruppe. Und ein Teil geht an die Elterninitiative Ernst Thälmann. Schütz mir noch 20 Euro, wenn ich bis morgen mein Geld nicht habe, du Spaß, du holst in seiner Fickstelle hin und Mistgebot. Ihr erreicht uns über www.berlinblackmail.com. Ihr nennt das Target und wir machen das Angebot. Absolut professionelle Abwicklung und gewaltfrei. Außer wenn's muss. Spaß, Mann. Boah, meine Nase. Oh, fuck. Jetzt halt ihn noch auf! Ey, stehen bleiben! Wir sind noch nicht fertig! Fuck! Wer hat die denn jetzt abgeschlossen, Mann? Aber der Businessplan ist gut. Hi, ich bin Jan Zogala, Promotion Manager und VFX Artist des YouTube-Kanals Hijack Berlin. Bei uns werdet ihr jede Woche eine neue Folge unseres Sitcom sehen. Unsere drei Protagonisten haben eine geniale Geschäftsidee. Sie bieten einen Service für Erpresser, die sich die Hände nicht schmutzig machen wollen. Entführungen, das Auskommen mit exzentrischen Geiseln, Lösegeldverhandlungen oder der Umgang mit Berliner Polizeibeamten stellt die drei jede Woche vor eine neue Herausforderung. Auf unserem zweiten Kanal servieren wir euch Making-ofs, Interviews mit den Machern und anderes Bonusmaterial. Dazu gibt's auf Twitter die News, auf Instagram gibt's die Bilder vom Dreh und eure Kommentare auf allen Social Medias bestimmen den weiteren Handlungsverlauf unserer Serie. Dazu geben wir euren Lieblings-YouTubern und anderen Berliner Prominenten auch mal die Möglichkeit, in die Rolle eines Auftraggebers oder sogar in die Opferrolle zu schlüpfen. Jeder unserer Hijacker hat ein eigenes Facebook-Profil. Wenn ihr die anschreibt, bekommt ihr ein paar Insider-Infos. Nebenbei arbeiten wir mit einigen erfolgreichen YouTubern zusammen, die uns promoten werden. Und die Kooperation mit einem Netzwerk ist geplant. Außerdem wollen wir die Serie auch außerhalb von YouTube ausstrahlen. Unser großer Traum dabei ist, dass die Serie sich langfristig alleine halten kann. Aber dafür müssen wir etwas tun. Und zwar Crowdfunding, Filmförderung und die Zusammenarbeit mit einem YouTube-Netzwerk und einem TV-Sender. Außerdem suchen wir Partner in der Berliner Tourismusbranche und der Klassiker Werbung. Ich hoffe, euch gefällt unsere Idee und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.